So, moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Projekt auf meinem Kanal. Yes, es kommt ein neues Projekt, eine neue Art Projekt. Warum habe ich gerade ein Screenshot gemacht? Wir probieren Herobrine zu finden in einer alten Version namens 1.12.2. Ohne Mods und all das. Deshalb rein Vanilla. Ja. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich hol mal diesen Baum hier. Ihr habt doch gerade gesehen, wie ich die Welt erstellt habe. Open to Learn ist aus. Ich zeige es euch nur, dass falls wir Herobrine entdecken sollten, dass kein anderer Spieler in dieser Welt ist. Was habe ich jetzt gemacht? So. Crafting Table. Ja, ich muss mir erstmal überlegen, wo ich meine Base baue. Ich glaube, ich baue kein Haus. Ich grabe mich einfach in so einen Berg irgendwie da oder so. Wie eigentlich immer. Ja, warte mal. Spitzhacke. Wooden Pickaxe. So, einmal weg mit diesem Crafting Table hier. Wir laufen jetzt einfach mal ein bisschen rum. Ich denke, ich baue meine Base irgendwie hier oder so. Weil dann haue ich da einfach gleich mal den Stein raus für meine Base. Ja, das denke ich ist ein relativ angemessener Plan. Oh, hier sind Schafe. Egal, um die kümmere ich mich dann. Obwohl, die Leute, komm, warte mal ganz kurz, dass wir schneller Bäume abbauen können. Wir machen einmal kurz eine Axt. Kann ich auch den Crafting Table mitnehmen. Und dann mal diese Schafe hier. Ich denke, wenn ich schon so viele Schafe habe, dann mache ich einfach mal so, dass ich zwei Betten habe, dass falls ich unterwegs irgendwo schlafen sollte, müsste, dass ich ein zweites Bett habe. So, mir ist gerade eingefallen, ich mache Keep Inventory an. Dafür kurz Allow Sheets on, dann Start Land World, dann / Game Rule Keep Inventory True. Dann Save and Quit. Dann gehen wir kurz in die Welt wieder rein. So, ihr seht, jetzt ist Land World wieder aus. Nur, ich habe es nur gemacht, um Keep Inventory anzuhaben. Ich wollte nur, gerade kurz das geguckt auf meiner Aufnahme. Jo, wir gehen, denke ich mal, hier hoch oder so. Ich weiß nicht, wo ich meine Base bauen soll. Da wäre es auch eine Höhle da drüben, aber ich irgendwie keinen Bock, mein Haus in der Höhle zu bauen, wenn dann in das Erbe gegrabenen. Ich mache mal hier diesen Stein so weg. So, ich mache mal kurz Stein-Tools. Ich denke, ich verwende mal kurz das ganze Holz dafür, um mir eine Stein-Pickaxe zu machen und eine Axt. Schwert brauche ich erstmal noch nicht, deshalb, warte mal. So, hier denke ich, werde ich so meine Base bauen. Leute fragen sich jetzt wahrscheinlich, wieso mache ich diese Serie? Einfach nur, um selber rauszufinden, ob es Herobrine wirklich gibt, was ich sehr bezweifle, aber ansonsten wird es halt einfach ein Survival-Let's Play. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ja, egal, ob es Herobrine wirklich gibt, denn es wurde ja seit vor kurzem erst die wirklich originale Herobrine-Geschichte herausgefunden. Diese White Eyes in der Höhle und so. Deshalb dachte ich mir, okay, wir probieren das jetzt mal in einer älteren Version aus, wo ich denke, dass Herobrine eventuell enthalten sein könnte. So, es ist ein bisschen niedrig hier, die Decke, deshalb müssen wir mal ein bisschen rausmachen. Ich denke mal, die Teile, wo ich rede, lasse ich mal drin. Und die, wo ich nichts mache, schneide ich dann raus. So, ich denke mal, ich mache hier zwei so Fenster rein oder so. Dass man hier rausgucken kann. Meine Spitzhacke ist gleich schon wieder kaputt. Das ist Hammer. Echt? So, dann machen wir diese Wand auch noch. Und dann ist die Base fürs Erste erstmal groß genug. Vielleicht baue ich dann auch noch einen Ausguck irgendwie oben auf dem Berg oder so, aber das müssen wir, da müssen wir uns jetzt noch keine Gedanken drüber machen. Ja, ich stelle mal hier den Crafting Table rein, dann mache ich mal, ich mache gleich zwei Ofen kommen, wenn ich schon so viel, ich höre die ganze Zeit Schritte oder so, wenn ich schon so viel Stein habe, wollte ich gerade sagen. Ich gehe jetzt mal noch ein bisschen Bäume holen, denn ich benötige noch etwas,
Holz für Türen und Boden und was weiß ich, aber vielleicht lasse ich auch erstmal den Boden aus Stein. Das könnt auch ihr in den Kommentaren dann entscheiden, wie wir unser Haus vielleicht noch erweitern sollen oder so. Kohle ist eigentlich alles, ja. Ich habe gerade über Kohle gesprochen, schon habe ich das gefunden. Das finde ich natürlich sehr schön. Jetzt komme ich jetzt halt nicht mehr an diese Kohle hin. Muss ich mich halt hochbauen, egal. So, komme ich da noch hin? Also ich kann nicht die... Okay. Dann sammeln wir sie einmal so. Erstmal brauche ich nicht mehr Kohle. Erstmal hier vielleicht... Perfekt. Also erstmal hier vielleicht so den Stein weg, dass wir nicht eingeschränkt sind mit unserem Fenster hier. Ja, okay, wir machen erstmal ein paar Fackeln. Hier. Und hier so. Dass hier erstmal keine Mobs spawnen, dann mache ich mir ein Bett. Denn das ist sehr hilfreich. Ein Bett. Ich platziere es einfach hier. Dann teile ich die Kohle mal auf. Hier, dann machen wir 4 Fleisch hier rein und 4 Fleisch hier. Eine Kiste wäre eigentlich auch relativ hilfreich. Denn ich habe so viel Material, was ich definitiv hier nicht brauche. Ich denke, das lasse ich mal in meinem Inventar. Ich brauche noch eine Spitzhacke und eventuell auch noch ein Schwert. Und eine Tür natürlich, ganz wichtig, eine Tür. So. Jetzt sind wir erstmal ausgerüstet. Die Tür können wir auch hier reinpacken. Es wird schon Nacht, ich weiß nicht, vielleicht, ich bleibe vielleicht die erste Nacht mal auf. Und ich gehe mal in diese Höhle da rein, weil Mining nachts ist ja eigentlich tatsächlich wirklich... Oh nein. Ist eigentlich wirklich egal, ob man das nachts oder tagsüber macht. Oh, zum Glück habe ich Optifine. Meine liebsten Freunde hier. Ich nehme das... Weiß nicht, ob ich das Zeug brauche. Eigentlich brauche ich keinen Rotten Flash, aber Knochen nehme ich vielleicht mal mit, falls ich einen Hund finden sollte. Hier hinten ist eine große offene Fläche. Okay, ich denke mal, ich schlafe jetzt vielleicht doch. So, wir sind hier in unserer wunderschönen Base. Ich denke, ich baue hier jetzt eine Mine oder so. Mach auch mal das hier rein. Wir gehen jetzt mal an... Okay, das Skelett brennt. Ich dachte gerade, was steht da? Aber das ist einfach nur ein brennendes Skelett. Oh ne, das ist ein Creeper. Ich hoffe, der sieht mich jetzt nicht. Ne, okay, tut er nicht. Aber der sieht mich. Ich kann auch mal die... Scheiße, nein. Ich wollte die Fackeln eigentlich aus meiner Aufwand rausholen, weil die nerven. Ich konnte früher mal nie Creeper killen. Und ich dachte immer so, ja, warum wächst hier Gras auf Sand? Oh, habe ich nur das Gefühl, oder laggt es gerade übel? Oder vielleicht ist es auch einfach nur die Aufnahme, aber... Ich habe irgendwie das Gefühl, die Aufnahme laggt gerade, aber... Okay. Okay. Wir rennen jetzt einfach mal. Also, falls es laggt, tut's mir leid. Ich könnte auch wirklich... Was war das jetzt? Ich könnte auch wirklich mal die Kohle hier oben rausholen, aber habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Wir machen jetzt hier und hier. Das gleich aufteilen ein bisschen. Ist mein Glas schon fertig? Ja, perfekt. Dann machen wir einmal Glasscheiben. Das sind jetzt natürlich viel zu viele, aber... Die können wir natürlich auch noch für unseren Ausguck oder so verwenden. Dann machen wir hier eine Fackel. Ich denke, ich baue nachher einfach mal irgendwie eine Leiter hoch auf diesen Berg und baue so einen großen Ausguck, dass man ein bisschen Überblick hat über die Welt. Ja, ey, also bisher ist es ein chilliges Survival-Let's Play und sonst eigentlich nichts. Aber es passt ja auch erstmal, weil ich denke, wir finden eh nichts. Ich bin immer sehr negativ eingestellt, was Minecraft-Mythen angeht, weil, ja. Es ist sehr oft eine Lüge, aber wir... Das war ich. Okay. Aber wir probieren es jetzt. Oh nein. Ich bin so dumm. Egal, mache ich halt hier die 2 Fackeln wieder hin. Ich pack mal das Zeug hier rein. Ich muss mal überlegen, wo ich diesen Ausguck bauen würde. Deshalb gehe ich mal auf diesen Berg jetzt hoch hier.
So. Egal, so. Ich bin jetzt oben auf diesem Berg. Also nicht ganz, aber. Für was sollten wir denn sonst unser Cobblestone verwenden? Ja. So. Ich muss jetzt einen geeigneten Spot finden, wo wir einen Ausguck bauen könnten. Hier wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Perfekt, ich habe nicht gewusst, dass hinten ein Meer ist. Das finde ich. Ja. Warte, wo ist denn unsere Base? Das wäre eigentlich ein cooles Minecraft-Update, mal so irgendwie so verschiedene Sticks. Also, wenn man jetzt Eichenholz nimmt, dass dann Eichensticks kommen und die, wenn man Birkenholz nimmt, Birkensticks, dass die halt vielleicht ein bisschen unterschiedlich aussehen. Weil ja, es ist halt, es kommt halt überall das Gleiche raus. Es ist halt genauso wie. Oh. Es ist halt genauso wie bei Holzspitzhacke oder so. Wenn man eine Holzspitzhacke nimmt, dann kommt immer eine ganz normale Holzspitzhacke raus. Ja, und das wäre halt vielleicht ein bisschen Abwechslung ins Spiel oder so, dann wäre das, dafür wäre das eigentlich ganz sinnvoll. Ja. Ich muss auch irgendwie mal einen Treppenaufgang hier zu dieser Base hinbauen. Ja, dann machen wir hier einmal. Es ist genau ein Stack. Ich weiß nicht, wie viele Sticks wir brauchen. Ich mach mal 15 jetzt. Also 15. Ja, 61. Das müsste eigentlich reichen. Es ist nur noch ein Block gewesen. Perfekt. Ich hab so. Also, ja. Viel zu viel Leitern gemacht. Egal. Dann. Denke ich mal, dass man so hier nach oben kommt. Okay, das sieht eigentlich gut aus, so. So vielleicht. Dass man hier so nach da sehen kann, genau. Dann machen wir vielleicht noch hier so eine Reihe hin. Bisschen Cobblestone holen. Denn wir haben deutlich. Okay, ich hatte genug in meinem Inventar. Egal. Ist jetzt ja kein Problem so. Dann gehen wir mal nach da oben, weil wir. Ich weiß, unser Problem wird das Glas sein. Wir haben nämlich nicht genug Glas. Und wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet auch im nächsten Part wieder ein. An dieser Stelle würde ich sagen, war's das mit diesem ersten Part der Herobrine-Jagd. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut bei Motrex11 vorbei, meinem Aufnahmepartner. Und ciao, bis zum nächsten Video.